Hallo, liebe Camper. Heute habe ich hier mal ein ganz besonderes Fahrzeug und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist jetzt weniger ein Technikvideo, mehr ein Begeisterungsvideo. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Fahrzeug schon mal gesehen, bestimmt gehört auch. Ich weiß nicht, ob ihr dadurch schon wisst, was es ist. Aber es ist ein richtig schickes, wunderschönes Fahrzeug. Und ich gehe jetzt mal kurz außen rum, bevor ich euch mal mit reinnehme. Der ist knapp 8 Meter, 7,90 Meter. Also ich bin total geflasht auf Mercedes-Basis. Und ich nehme an, das hier wird vielen was sagen. Es ist ein Wochner. Ich habe so ein Fahrzeug auch schon gesehen, aber noch nicht live von innen. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein totschickes Auto. Super Verarbeitung. Wochner ist ja eine tolle Manufaktur, wo wunderschöne Fahrzeuge baut. Ich habe auch die Erlaubnis von dem Kunden und ich nehme euch jetzt mal mit rein. Und allein der Eingangsbereich, wenn wir das hier mal angucken, wie schön und großzügig das ist, mit der wunderschönen großen Hecksitzgruppe, wo man sich wirklich richtig wohlfühlen kann. Also ich liebe ja Hecksitzgruppen, also das ist ja sowieso richtig phänomenal, was man hier Platz hat und was man hier vorne für Raumgefühl hat. Also ich finde es richtig klasse. Heute war ich mal nicht direkt als erstes vor der Kamera, aber hier seht ihr mich auch. Hallo, im Spiegel. Also wunderschön, die Machart hier echt top, gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben jetzt hier für den Kunden noch geschwind eine MaxView verbaut. Seht ihr hier, natürlich wieder mit Schalter dementsprechend. Und hier haben wir den Ruder installiert. Aber das kennt ihr ja, das ist jetzt gar nicht so wichtig, finde ich, wie das Fahrzeug als solches. Weil ich finde es einfach nur richtig phänomenal. Wenn wir jetzt hier mal rumgucken, das ist natürlich ein Alkoven. Da haben wir eine Riesenküche. Oh, technisch gesehen ist das Fahrzeug richtig gut ausgestattet. Hier drin haben wir den Schlafalkoven mit einer tollen Leiter dran. Ich habe die jetzt mal nach oben gezogen, weil ich wollte euch mal zeigen, was euch da unten verbirgt. Nämlich von der Stromleistung her. Zweimal 160 Watt Super B, 60 Watt Ampere natürlich. Hier seitlich haben wir den Wechselrichter verbaut von Voidronic. Tolle Sache, sauber gemacht. Das haben natürlich nicht wir gemacht. Das war alles schon verbaut. Und einfach weiter, zeige ich euch auch. Machen wir mal vorher noch schnell das Licht an, damit wir auch was sehen. Haben wir natürlich die zweite Batterie verbaut. Hier ist die zweite Super B und die ganze Elektrik dementsprechend. Also ihr seht schon, ist ein ordentlicher Elektrokasten. Sauber, ordentlich verbaut. Alles schick. Da kann man nicht meckern. Und mit zweimal 160 Ampere Lithium Super B. Also da kann man richtig was anfangen. Ist eine tolle Geschichte. Das haben wir hier verbaut. Hier haben wir die schöne großzügige Dusche, auch richtig schick. Hier hinten mit dieser Schieferoptik, toll groß gestaltet. Da hat man richtig Platz zum Bewegen drin, also richtig toll. Dann hier unten geht es in die Fahrerkabine auf Mercedes-Basis, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Fahrzeug hat Luftfedern, serienmäßig glaube ich. Technische Infos habe ich jetzt nicht ganz so alle internas im Kopf. Also bitte verzeiht mir, wenn da die Daten nicht ganz so stimmen. Weil das ist natürlich schon ein besonderes Auto, wo man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Richtig toll gemacht auch hier der Durchgang. Hier oben Schlafbereich, tolle Treppe. Dann haben wir hier die Toilette entsprechend. Auch schön großzügiges Bad, kann man hier wiederum die Tür zumachen. Dann hat man hier eine richtig schöne Umkleide. Also echt toll gemacht, überall schöne Beleuchtungen, Dachventilator,
Auf dem Dach natürlich ausreichend Solaranlage, riesentoller Kühlschrank mit Backofen, auch mächtig toll. Auch der Eingang hier schön groß gestaltet mit einer schönen Reling. Da oben haben wir dann das Wochner Panel, wo man alles ablesen kann. Daneben haben wir die alte Heizung, die Steuerung, auch das ist richtig schick. Auch den hier mit Samt oder mit Samtteppich bezogen, den Himmel. Also richtig wolliges, warmes Gefühl. Also ich bin hier richtig erstaunt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir hier die Medieneinheit mit eingebaut. Radio, Fernseh, wo man hier die ganze Medieneinheit steuern kann. Auch das ist richtig schick. Große Satellitenanlage natürlich auf dem Dach. Hier haben wir den Fernseh dementsprechend. Also echt tolles Fahrzeug. Dann haben wir die Hubstützen voll verbaut, vollautomatische Hubstützen. Ich bin so begeistert auch von der Küche, gell, und von dem ganzen Eingangsbereich. Ich gehe mal ein Stück zurück, euch das mal ein bisschen zu zeigen. Schaut mal dieses räumliche Gefühl, was man da hat. Also das ist kein Slide-Out, also das ist einfach nur richtig gigantisch. Also da kommt richtiges Gefühl rüber, da kommt richtig lebendig was rüber. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also muss ich echt sagen, mega schön. Hat richtig was fürs Herz, meiner Meinung nach. Also es ist, man sieht auch am Möbelbau, dass es was Besonderes ist. In allen Ecken und Enden mit den ganzen Beleuchtungen und Fächchen. Also echt richtig top. Und dann haben wir außen, jetzt zeige ich euch mal noch kurz das Dach. Drum steht hier nicht umsonst, my home is my castle. Hier haben wir die Hubstützensteuerung entsprechend auch schick gemacht. Also richtig super. Jetzt gehen wir nochmal rum und jetzt zeige ich euch nochmal das Dach, weil das ist auch sehr schön verbaut. Wenn wir hier mal hochgehen, hier haben wir nämlich schon richtig was auf dem Dach. Hier haben wir nämlich schon 4 Solarplatten, 3 Stück haben wir da hinten. Richtig schick verbaut, tolle Technik. Dann die große Satellitenschüssel, Satzschüssel. Dann hier vorne haben wir noch ein großes Panel. Und wir haben jetzt hier noch unser MaxView verbaut, damit auch der Internetempfang dementsprechend richtig gut ist. Also richtig, richtig klasse. Gut ausgenutzt, toll verbaut. Da kann man richtig was anfangen damit. Also richtig schickes Fahrzeug. Dann, was mir auch unheimlich gut gefällt, 3 Gasflaschenhalterungen. Also man kann hier 2 natürlich permanent anschließen, man kann aber 3 Gasflaschen mitnehmen. Also hier hat man auch genügend Reserve dabei, wenn man das möchte. Also auch das finde ich eine tolle Option. Dann eine richtig, richtig große Heckgarage. Man sieht es ja schon am Eingang. Also ich möchte jetzt nicht jedes Fach aufmachen, weil ist ja fertig eingeräumt. Auch hier Toilettenfach, hat man richtig Platz. Unten Platz für die Zweitkassette, oben drüber die Originalkassette im Gebrauch. Auch das ist richtig gut geregelt mit Außenduschenanschluss dementsprechend. Auch das ist super gemacht. Kann man auch gleich was reinigen, beziehungsweise auch mal die Außendusche nutzen. Auch richtig toll. Dann auch hier außen richtig schöne kleine Fächle, wo viel Stauraum drin ist, wo man gut verstauen kann. Tolle, man hört schon satt am Schließen, gell? Also wie das Ganze auch schließt, sauber verarbeitet. Hier sieht man keine Dichtungen rausquellen und alles schön original. Die Kanten hier vom Alkoven richtig rumgezogen, also richtig sauber verarbeitet. Richtig tolles Auto, muss man echt sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und das macht richtig Spaß. Jetzt schauen wir mal vorne ins Fahrerhaus rein, in den Zugkopf. Wenn wir hier reingucken, auch hier Mercedes-Benz-like, ist jetzt noch nicht der neueste Mercedes, klar. Ist auch schon ein bisschen her, wo das Fahrzeug gemacht worden ist. Aber trotzdem schick, geräumig, man hat Platz. Also auch das ist bei Mercedes natürlich schön, dass man ein bisschen mehr Freiraum vorne im Fahrerhaus hat. Die Türe auch sehr solide. Hier mit
Zahlencode Schloss. Also hier muss man seinen Zahlencode eingeben, also nichts mit Schlüssel, sondern das ist wie bei Morello im Prinzip, wo man seinen Zahlencode eingibt, damit diese Tür aufgeht. Oh, das ist echt geschickt, richtig schön. Oh, der Eingang finde ich toll. Also ich bin, ihr merkt schon, vielleicht so vom Reden her ein bisschen begeistert von dem Fahrzeug, aber das liegt halt daran, weil ich wirklich die Hexitzgrube so eigentlich liebe. Ich liebe einfach die Hexitzgruppen und natürlich die dementsprechende Technik, wo hier verbaut ist, finde ich auch richtig, richtig klasse. Wir haben vorhin schon mit dem Kunden ein bisschen philosophiert. Vielleicht kommt noch das ein oder andere dazu, damit wir die Dachsituation nur ein bisschen ausnutzen, machen vielleicht nur mal ein Panel drauf. Müssen wir mal sehen, da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, wo man dementsprechend nutzen kann. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon schön, hier oben zu sitzen, ganz gemütlich sich da in die Ecke rein zu kuscheln, links und rechts die Beine hochzulegen, ist schon eine Nummer. Also so eine Hexitzgruppe finde ich schon toll. Und dennoch einen guten Zugang hier in den Schlafbereich finde ich auch schön. Mal ein bisschen was anders wie die typischen Grundrisse, also finde ich schon wirklich schick. Sicherlich hat alles Vor- und Nachteile, jeder mag was anders leiden, das ist so. Gott sei Dank ist es so, wäre ja schlecht, wenn wir alle dasselbe wollten. Aber also ich bin begeistert auch von dem Platzangebot hier, von der Küche. Und wenn ich jetzt angucke, also ich denke gerade, ich bin in einem Liner, ich stelle mich jetzt mal ganz am Anfang vom Fahrzeug, wenn man da mal reinfilmt, wenn man das mal anguckt. Also er hat gerade mal 7,90 Meter. Also ich gefühlt, sage ich jetzt mal, kommt mir das hier vor wie 9 Meter. Also das sind gefühlt, ich stehe jetzt am Anfang vom Alkoven, also wo ich ja noch die volle Liegelänge habe. Und das ist natürlich schon richtig klasse. Also da muss ich sagen, das macht schon richtig Laune. Schon wieder ein neues, vielleicht neues Lieblingsauto entdeckt. Aber es ist richtig schön. Von dem her ganz sympathische Menschen, denen das Fahrzeug gehört, und da wünsche ich auch allzeit gute Fahrt damit und viele tolle Erlebnisse, weil mit so einem Prachtexemplar kann man bloß tolle Urlaube genießen, macht auch richtig Spaß, und ja, da kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen für so ein tolles Fahrzeug. Jo, in dem Sinn ein relativ kurzes Video über den Wochner, war nur mal so, weil ich euch das Fahrzeug nicht vorenthalten wollte, es einfach euch auch mal zeigen wollte. Ja, haben wir nicht viel gemacht, wie gesagt, den MaxView eingebaut, aber da kommt vielleicht demnächst noch mehr. Und jetzt machen wir uns wieder weiter an unser Deadlift-Projekt, das muss heute fertig werden, und da hole ich euch dann wieder dazu, wenn wir es zu Ende bringen. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine restliche schöne Woche, und vielen Dank für die tollen Abonnenten oder vielen Abonnenten und die tollen Likes und die super Kommentare. Eins in eigener Sache, was ich jetzt nicht ganz so toll fand, da hat einer geschrieben, dass, wie ich die WCS-Geräte da kurz angeteasert habe, dass WCS das Ganze ja nur umlabeln würde. Da muss ich sagen, solche Kommentare finde ich immer nicht ganz so schick, und in Zukunft werde ich sowas auch rauslöschen, weil ich ganz ehrlich sage, das sind Schwachmaten, wo sowas sagen, das ist Quatsch. Man muss sich mit der Materie richtig befassen, und ich bin jetzt bestimmt kein leichtgläubiger Mensch, aber eins weiß ich, was WCS da leistet. Und sicherlich hat er die nicht selber in seiner Werkstatt gebaut, der Götz, aber er hat sie definitiv entwickelt, mitentwickelt, weiterentwickelt, und deswegen darf er und mit Recht auch seine Geräte nennen. Und da muss ich ja ganz klar sagen, das ist Quatsch, solche Kommentare will ich auch nicht mehr haben, und die werde ich auch definitiv löschen, weil dann bitte gebt mir den Beweis, dass es so wäre. Ich sage, dass es nicht so ist, und die haben auch ihre Berechtigung in die Geräte. Sicherlich gibt es immer was Vergleichbares am Markt, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es gibt auch namenhafte Hersteller, die auch tolle Geräte machen. Das wollen wir mal einfach so lassen. Jeder hat so seine Lieblingssachen. Wir bieten ja auch noch andere Marken an, wie Büttner, wenn jemand will, wie Victron, wenn jemand will. Wo wir uns ganz klar distanzieren, sind die relativ günstigen Anbieter.
Und WCS ist für uns einfach das absolute Premium-Thema, weil sie langlebig sind, weil sie einfach funktionieren über Jahre hinweg, ich will schon fast sagen Jahrzehnte hinweg, und das ja bewiesen ist, weil den WCS in Goch gibt's ja auch nicht erst seit 2 Jahren. Also somit weiß er was, ganz genau, was er tut. Und darum finde ich sowas immer so ein bisschen schäbig, einfach so beweislos in den Raum zu stellen. Das ist Quatsch, bloß damit man was sagt. Da sollte man vielleicht vorher drüber nachdenken. In dem Sinn, alles Gute. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch nicht, weil ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nochmal vorher. Aber eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Ganz wichtig in den gerade aktuellen schrägen Zeiten. Und wir hören uns. Bis denn, macht's gut. Ciao, ciao.